Hallo Leute, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch ein Video präsentieren, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe. Als ich die Informationen für dieses Video das erste Mal erhalten habe, hat es mich schlichtweg umgehauen. Und ich bin mir sicher, ihr werdet genauso reagieren. Ich verspreche euch, nach diesem Video werdet ihr die Welt, in der wir leben, mit völlig anderen Augen sehen. Denn wieder einmal werden wir die Grenzen zwischen Spiritualität und Wissenschaft vollständig verschwinden lassen. Wir werden mit wissenschaftlichen Methoden die Frage klären, ob wirklich alles mit allem in unserem Universum verbunden ist. Und ich kann euch sagen, das Ergebnis ist noch verrückter, als ich es mir vorgestellt hätte. Dieses Video besteht nicht nur aus gut recherchierten Fakten, nein, sondern auch aus einem selbst durchgeführten Experiment, mit dem ich euch einen unglaublichen Beweis erbringen werde. Und schon mal vorneweg für alle Kritiker, so gut wie alles, was ich in diesem Video sage, könnt ihr mit den einfachsten Mitteln zu Hause nachprüfen. Wie das funktioniert und was ihr dafür braucht, erfahrt ihr gleich. Am Ende dieses Videos bekommt ihr einen kurzen Einblick darauf, was allein durch die Kraft eurer Gedanken alles möglich ist. Und ihr werdet erfahren, wie ihr alleine durch die Kraft eurer Gedanken eure Umwelt beeinflussen könnt. Öffnet jetzt euren Geist und versucht die folgenden Informationen so urteilsfrei wie möglich aufzunehmen. Ich wünsche euch viel Spaß. Um der Frage, ob unsere Gedanken unsere Umwelt beeinflussen, etwas auf die Schliche zu kommen, schauen wir uns zunächst einmal die höchst interessanten Forschungsergebnisse von dem Wissenschaftler Dr. Cleve Baxter etwas genauer an. Ich nehme mal an, dass aufgrund seiner unglaublichen Forschungsergebnisse, die nicht in unser allgemeines Weltbild passen, der Name Cleve Baxter bei den meisten relativ unbekannt sein wird. Aber glaubt mir, nach diesem Video wird euch dieser Name mit Sicherheit im Gedächtnis bleiben. Dr. Cleve Baxter war ein Spezialist auf dem Gebiet des Lügendetektortests. Er hat Mitte der 90er unter anderem für das amerikanische Militär und die CIA gearbeitet. Nach 13 Jahren routinierter Arbeit macht er eine höchst interessante Entdeckung, die ich euch jetzt mitteilen werde. Nur kurz zur Erklärung. Die wahrscheinlich beste Art, die Kurve des Detektors ansteigen zu lassen, ist jemanden so zu erschrecken, dass sein Wohlbefinden bedroht scheint. Also, eines Tages, aus reiner Neugierde, schloss er seine Zimmerpflanze an den Detektor an und schaute, was passierte. Er begann damit, eins der Blätter in heißen Kaffee zu tunken, doch es passierte nichts. Dann tippte er es mit einem Kugelschreiber an, aber wieder passierte nichts. Ihm kam der Gedanke, sie der größtmöglichen Gefahr auszusetzen, indem er das mit Elektroden versehene Blatt anbrennen werde. Zu diesem Zeitpunkt stand er etwa 4,5 Meter von der Pflanze entfernt. Der einzig neue Aspekt war der Gedanke. Was als nächstes passieren sollte, sollte die uns bekannte Wissenschaft völlig auf den Kopf stellen. Denn indem er daran dachte, das Blatt anzubrennen, schlug die Nadel wild nach oben aus. Er hatte kein Wort gesagt und die Pflanze nicht berührt. Er hat lediglich die Absicht geäußert, das Blatt zu verbrennen. Baxter war natürlich total verblüfft. Es war fast so, als könnte die Pflanze seine Gedanken lesen. Als die Nadel des Detektors weiterhin eine panische Reaktion zeigte, holte Baxter Streichhölzer aus dem Nachbarzimmer. Er kehrte zurück und die Pflanze zeigte weiterhin eine sichtbare Reaktion. Da wollte er der Pflanze schon gar nicht mehr schaden und legte die Streichhölzer zurück ins Nachbarzimmer. Als er wiederkam, war der Kurvenverlauf wieder so unauffällig wie zuvor. Baxters Kollege wiederholte das Experiment kurz darauf und kam zum selben Ergebnis. Das ist übrigens ein Bild des originalen Kurvenverlaufs mit seiner Zimmerpflanze. Schon sehr erstaunlich, oder? Aber kann man diesen Effekt nur bei Pflanzenorganismen beobachten? Aber nein, nicht nur. Schauen wir mal weiter. Denn Baxter machte noch zahlreiche andere Experimente. Irgendwann schloss er willkürlich Pflanzen an den Detektor an und er fand heraus, dass sie scheinbar die Gedanken und Gefühle der Person lesen, die sie pflegt. Und es geht noch weiter, denn immer wieder stellte Baxter fest, dass jeder lebende Organismus eng auf sein Umfeld eingestimmt ist. Tritt Stress, Leid oder Tod ein, zeigen alle Lebensformen in der unmittelbaren Umgebung eine sofortige elektrische Reaktion, fast so, als würden sie den Schmerz teilen. Das fand er heraus, als er damit begann, auch andere Organismen, wie Joghurtbakterien und menschliche Zellen, an den Detektor anzuschließen. Aber gehen wir der Sache noch etwas tiefer auf den Grund. Und jetzt kommt das wirklich Verblüffende. Auf Anraten mehrerer Wissenschaftler stellte er mehrere verdrahtete Pflanzen in einen Käfig, der elektromagnetische Interferenzen abstimmt, einen sogenannten Faraday-Käfig. Das Erstaunliche daran ist, dass die Pflanzen sich so verhielten, als existierte dieser Abschirmkäfig gar nicht. Später machte er dasselbe Experiment noch einmal mit einem hochmodernen Abschirmkäfig, wobei die Ergebnisse auch dieselben blieben. Und bei den Experimenten schien die Entfernung übrigens auch kein Hindernis darzustellen. Für mich klingt das wie die Story eines Science-Fiction-Films. Aber ist es wirklich möglich, dass wir mit unserer Umgebung, wie zum Beispiel Pflanzen, Tiere, Insekten, Bakterien und Menschen, ständig Informationen austauschen? Hast du schon mal von Experimenten mit Haustieren gehört, die wir durch Gedankenübertragung spüren konnten, wann ihr Besitzer nach Hause kommt?
Oder ist es dir vielleicht schon mal selber passiert, dass du an jemanden gedacht hast und diese Person schreibt dir in diesem Moment? Das alles scheint wohl näher beieinander zu liegen, als wir dachten. Die Frage ist nur, wie geschieht dieser Informationsaustausch, wenn elektromagnetische Frequenzen noch im Mittelwellen-UKW-Bereich bei den Experimenten abgeschrieben wurden? Das Magnetfeld der Erde können wir als Verantwortlichen somit wahrscheinlich ausgrenzen, was uns wiederum auf die Frage bringt, in welcher Weise das berühmte Quantenfeld, Äther, göttliche Energie oder wie man es auch immer nennen soll, hier eine Rolle spielt. Aber diese Frage sollte in diesem Video nicht beantwortet werden. Hier noch ein spannendes Experiment, welches uns das Ausmaß seiner Entdeckung nochmals verdeutlicht. Baxter wollte auch herausfinden, ob die Pflanzen ein Gedächtnis haben und hat folgendes Experiment gemacht. Er hat zwei Pflanzen in einen Raum gestellt und eine Pflanze davon sollte ermordet werden, während die zweite Pflanze Zeuge des Mordes wird. 6 von Baxters Lügendetektorstudenten wurden die Augen verbunden und jeder musste eine bestimmte Aufgabe aus einem Hut ziehen. Und eine Aufgabe lautete, eine von zwei Pflanzen zu töten. Keiner wusste, wer der Mörder war, außer die Pflanze in dem Raum. Nach dem Mord hat Baxter die überlebende Pflanze an den Detektor angeschlossen und jeder von den 6 Studenten musste nach und nach den Raum betreten. Auf 5 Studenten gab es keine Reaktion, aber die Anzeige spielte verrückt, als der Mörder das Zimmer betrat. Ganz so wie eine ängstliche Reaktion bei einem Menschen. Es ist mir klar, dass Baxters Forschungsergebnisse einfach viel zu kurios klingen, um sie einfach und ohne Zweifel in unser Alltagsbewusstsein aufnehmen zu können. Daher habe ich selbst versucht, den Baxter-Effekt auf einfachste Weise nachzuweisen. Und ich rate euch, dasselbe zu tun. Denn wenn ihr erst einmal verstanden habt, wie es funktioniert, wird euch unsere Welt in einem ganz anderen Licht erscheinen. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist ein Voltmeter. Das Voltmeter tut im Prinzip dasselbe, was ein Lügendetektor macht. Es misst die elektrische Aktivität. Das bekommt ihr schon für knapp 40 Euro bei Amazon. Jetzt braucht ihr noch ein Glas Wasser und das war's schon. Das Voltmeter, welches ich benutze und ich auch euch empfehlen kann, um die Resultate nachzuprüfen, findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch dazu entschließt, das Voltmeter zu kaufen, um die Ergebnisse nachzuprüfen, dann macht es über diesen Link. Damit würdet ihr meinen Channel unterstützen. Das Leben hat mich gelehrt, dass man nicht alles glauben darf, was man hört. Und gerade wenn man sein Wissen im Internet weitergibt, muss alles sorgfältig überprüft werden. Deshalb habe ich das folgende Experiment sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. Das Experiment läuft folgendermaßen ab. Ihr nehmt ein Glas Wasser und misst mit dem Voltmeter die Spannung im Millivoltbereich. Sobald sich der Wert eingependelt hat und konstant bleibt, konzentriert eure Gedanken auf das Wasser, wobei ihr das größtmögliche Gefühl an Dankbarkeit hervorruft, was ihr könnt. Nachdem ihr das für ein paar Sekunden getan habt, werdet ihr sehen, dass sich der Wert auf der Anzeige des Voltmeters verändert hat. Jetzt habt ihr den Baxter-Effekt nachgewiesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr dasselbe nochmal mit negativen Gedanken machen. Und ihr werdet bemerken, dass der Wert Richtung Plus geht. Klingt zu einfach, um wahr zu sein, oder? Aber ihr könnt gerne die Probe aufs Exempel machen. Ich bin mir sicher, ihr werdet zu denselben Ergebnissen kommen. Aber achtet darauf, es sollte unbedingt in einer neutralen Umgebung geschehen, sodass keine äußeren Einflüsse das Experiment beeinflussen können. Damit meine ich zum Beispiel, dass sich keine andere Person in der Nähe aufhalten dürfen und das Wasser keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt wird. Und das sind meine Resultate. Vorher und nachher. Wie ihr sehen könnt, ist bei meinen Versuchen die Spannung im Minusbereich etwas angestiegen. Wer sich etwas mit Wasser auskennt, weiß, dass sich das Wasser in diesem Bereich energetisch aufgeladen hat. Übrigens, je höher das Wasser im Minusbereich ist, umso gesünder ist es für den menschlichen Körper. Wer sich mit dem Thema heilendes Wasser noch etwas genauer beschäftigen möchte, empfehle ich eine Reportage, in der kurz und ausführlich das Wichtigste enthalten ist. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und wer schon mal von den Wasserexperimenten von Masaru Emoto gehört hat, kann diese jetzt einfach mit einem Voltmeter zu Hause selber durchführen. Klebt doch einfach mal das Wort Liebe auf ein Wasserglas und schaut, wie sich der Wert verändert. Und danach macht ihr dasselbe einfach nochmal mit dem Wort Hass. Ich bin mir sicher, für viele wird sich hier eine wirklich neue und wundersame, faszinierende Welt auftun. Wir haben hier deutlich nachgewiesen, dass unsere Gedankenkraft unsere Umwelt beeinflusst. Wer hätte das gedacht? Und das auch noch mit so einfachen Mitteln. Anhand meiner eigenen Forschung kann ich einen Teil der Forschungsergebnisse von Dr. Cleve Baxter deutlich bestätigen. Und zwar, dass wir wirklich mit unserer Umgebung in Verbindung stehen und wir Informationen zumindest in eine Richtung an sie aussenden. Wir haben nun herausgefunden, dass der Informationsträger nicht elektromagnetischer Natur ist. Also irgendeine Art von Energiefeld muss es geben, über das sich unsere Gedanken hinweg fortpflanzen. Des Weiteren habe ich selber nachgewiesen, dass unsere Gedanken Auswirkungen auf unsere unmittelbare Umgebung haben und wir sogar beeinflussen können, wie gesund das Wasser für uns ist. Und das noch in Anbetracht, dass wir selber zum größten Teil aus Wasser bestehen. Stellen wir uns diese Tatsache, müssen wir akzeptieren, dass wir ständig im Austausch mit unserer Umwelt sind
und das alleine nur durch unsere Gedankenkraft. Alles, was wir tun oder denken, ruft eine sofortige Reaktion bei allen Lebensformen in unserem unmittelbaren Umfeld hervor. Auch sehr bemerkenswert finde ich die Tatsache, dass selbst pflanzliche Organismen Panik und Stress empfinden können und sogar ein Gedächtnis haben. Das würde auch gleichzeitig darauf hindeuten, dass alle lebenden Organismen über eine bestimmte Form von Bewusstsein verfügen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass einige Vegetarier und Veganer aufschreien werden, weil sie davon ausgegangen sind, dass ihre Form der Ernährung gewaltfrei ist. Aber sie müssen sich der Tatsache stellen, dass selbst Pflanzen nachweisbar leiden können. Doch es gibt einen Trick bei der Sache. Laut Baxter scheinen lebende Organismen ihren Beitrag zum menschlichen Überleben zu akzeptieren, wenn man ein Gebet in Form von positiven, liebenden Gedanken an sie richtet. Denn jedenfalls zeigen sich auf dem Diagramm dann keine heftigen Reaktionen mehr. In vielen Kulturen und Religionen ist es üblich, der Nahrung zu danken, und durch Baxters Forschung können wir den Sinn dieses Brauches verstehen und begreifen. In meinen Augen haben Baxters Forschungsergebnisse tiefgreifende Auswirkungen auf unser gesamtes Weltbild. Wir müssen nur damit beginnen, diese Erkenntnis in unser Bewusstsein aufzunehmen und anfangen, damit zu arbeiten. Und nur so erschließt sich uns die Struktur, die Identität sowie der Sinn und Zweck unseres Bewusstseins. Das Wichtigste ist, sei immer aufgeschlossen für neue Dinge. Trete nicht auf der Stelle, sondern nutze neue Erkenntnisse, um dein Leben in Harmonie mit dem Universum zu bringen. Nichts auf der Welt kann dich davon abbringen, außer du selber. Wenn ich die menschliche Entwicklung in den letzten Jahren betrachte, erkenne ich einen deutlichen Trend in diese Richtung. Wir sind auf einem sehr guten Weg und schon alleine, dass du dieses Video bis zum Schluss angeschaut hast, sollte dich stolz machen. Denn damit leistest du deinen Beitrag zum Aufwachprozess der gesamten Menschheit. Denn umso mehr Menschen dieses Bewusstsein erreichen und die wahre Natur der Dinge erkennen, umso näher rücken wir unserer Bestimmung. Wahrscheinlich können wir noch nicht alles verstehen, aber das müssen wir auch nicht. Das Wichtigste ist, dass wir aus dem Käfig der geistigen Sklaverei ausbrechen und unser Leben wieder selber in die Hand nehmen. Nur so finden wir wieder zu der Absicht, der Welt zu einem schöneren und harmonischeren Ort zu machen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt ist Time for Evolution.